Am Freitag wurde der Jahresbericht 2013 der Sportkommission vorgestellt. Der Jahresbericht der Sportkommission ist eigentlich ein Leistungsausweis, was sie gemacht haben. Sie haben ihre Aufgabe bestens erfüllt und sind mit Umsicht ihren Aufgaben nachgekommen. Die Sportkommission hat sich im letzten Jahr primär mit strategischen Fragestellungen auseinandergesetzt. Es geht um Weichenstellungen in der Sportlandschaft, die jetzt eingeführt worden sind. Und es ist natürlich auch ein gewisser Druck dran gewesen, die finanziellen Vorgaben umzusetzen. Speziell erwähnen möchte ich aber im Jahr 2013 mal aus dem Spitzensport, dass dort eine Förderathletin, speziell Tina Weirater, sich die Weltspitze herentastet hat, etabliert hat und somit wieder für sehr positive Medienpräsenz fürs Leichtersten sorgt. Auf der anderen Seite haben wir auch können, speziell im 2013 bei den Kleinstaatenspielen in Luxemburg reüssieren. Das Land Liechtenstein ist sehr erfolgreich auftreten dort, hat können 34 Medaillen erringen und hat auch in der Nationenwertung den hervorragenden vierten Rang können erreichen. Sehr, sehr erfreulich ist der Auftritt der gesamten Delegation in Luxemburg. Das hat zu positivem Echo geführt und es ist eine sehr, sehr gute Imageförderung für unser Land gewesen. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch Herausforderungen, die da stehen. Speziell ist das im Bereich der Ehrenamtlichkeit, die sich abzeichnet. Es wird immer schwieriger, Leute zu finden, die Ämter übernehmen. Es wird zum Teil bürokratischer, es wird auch mehr gefordert. Gerade Verbände, die Sportschule führen, wird das Ganze aufwendiger und ist an der Grenze der Machbarkeit für Ehrenamtlichkeit. Es muss neben der Wirksamkeit der Überprüfung der sportlichen Fördergelder auch überprüft werden, ob die sportlichen Strukturen heutzutage noch stimmen. Das Ministerium hat sich zur Aufgabe gemacht, die Strukturen zu hinterfragen. Sie sind organisch gewachsen im Laufe von vielen Jahren. Sie machen zum Teil parallele Arbeit oder überlappende Arbeit. Und die Regierung hat jetzt eine Kommission eingesetzt, die sich damit beschäftigt, die sportlichen Strukturen zu analysieren und einen Vorschlag zur Neuformierung vorzulegen. Wir werden im Laufe dieses Jahres den Bericht bekommen.